Hallo? Das heißt, ich soll kommen und ein Sammlungsupdate machen? Das ist so komplett wahnsinnig. Sammlungsupdate ist einmal pro Woche. Eine Woche ist 7 Tage. Und ich glaube, das letzte Sammlungsupdate war noch keine 7 Tage her, oder? Ja, da gibt es. Hast du natürlich recht. Ja, natürlich habt ihr recht. Natürlich ist heute der Tag vom Sammlungsupdate. Ihr wisst schon, Sonntag, 17 Uhr. Das steht schon in alten Sagen umwobenen Büchern, wo allerdings mittlerweile eher die Spinnweben rauskommen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das sonntägliche Update auch tatsächlich ein sonntägliches Update wird, sind ja quasi weit weniger selbstverständlich, als wir das eigentlich wollen. Ja, ich möchte auf jeden Fall mich an dieser Stelle noch einmal bei euch dafür entschuldigen, dass ich das letztwöchige Sammlungsupdate nicht nur nicht pünktlich liefern konnte und verschieben musste, sondern sogar gleich zweimal verschieben musste und es wahrscheinlich den ein oder anderen gibt, der tatsächlich jeden Tag darauf gewartet hat, nur um dann bis Dienstag jeden Tag enttäuscht zu werden und am Dienstag dann noch viel mehr enttäuscht wurde, weil dann war das Update online und ihr habt hören müssen, was für einen Dopfen ich wieder mal gelabert habe. Aber ganz im Ernst, mir persönlich hat das letzte Sammlungsupdate auch wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Alleine diesem absoluten fantastischen Debakel rund um diesen absolut vergeigten Magnum Thunderbolt Release von dem meiner Meinung nach schlechtesten Label, das es im deutschsprachigen Raum momentan gibt, das in der Luft zu zerfetzen, hat tatsächlich Spaß gemacht. Und für all diejenigen, die sagen, warte mal, das schlechteste deutschsprachige Label, es gibt auch Inked Pictures, sage ich. Ja, ich bleib bei dem, was ich vorher gesagt habe. Anyways, das ist quasi die Geschichte vom letzten Sammlungsupdate. Ich habe es tatsächlich extra am Donnerstag bis fast mitten in der Nacht gefilmt, nur um es dann zu rendern und hochzuladen, wobei allerdings zweimal mitten in der Nacht der Upload einfach abgebrochen wurde, weil das Internet abgekackt ist. Da ich dann allerdings zu der Zeit meistens nicht in der Nähe von meinem Laptop war, habe ich das immer erst am nächsten Tag erfahren, konnte das Ganze dann wieder einstellen und hatte dann das Problem, dass bis zu dem Zeitpunkt, wo es unweigerlich ebenfalls irgendwann einmal wieder abkackt, ich mit einer Schneckengeschwindigkeit hochgeladen habe, was dazu geführt hat, dass es sich auch am Montag nicht mehr ausgegangen ist, was mich wirklich furchtbar geärgert hat. In dem Sinne, es tut mir wahnsinnig leid, aber ich bin der Meinung, es... Nein, es hat nicht passt, es geht mir einfach nur auf die Nerven. Aber keine Sorge, ich bin momentan halt einfach wirklich im absoluten Übersiedelungsstress, habe momentan eben nur so ein mobiles Internet, über das ich zwar auch sehr, sehr glücklich bin, das aber trotzdem mal ab und zu einfach seine Hiccups hat und nicht so funktioniert, wie ich das gerne hätte. Deswegen habe ich mir da auch für die Standleitung in der neuen Wohnung tatsächlich eine 500 Down und 50 Megabit Upload-Version geholt, damit eben so etwas nicht mehr passieren kann. Das kostet allerdings massig Kohle, genauso wie zum Beispiel eben auch die 16 Billy-Regale, die ich letzte Woche bereits aufgebaut habe und die dann mehr oder weniger meiner Sammlung nicht genug, aber trotzdem, sagen wir mal, ausreichend Platz bieten. Ja, ein paar Dinge werde ich trotzdem in einem separaten Regal im Keller verscharren müssen, aber dabei handelt es sich dann halt eben um diese kleinen, einfachen Amray-Dinger, die ich nicht unbedingt bei mir brauche, wo ich den Film eh schon 7-mal abgegradet habe, aber verkaufen zahlt sich nicht aus. Ein Beispiel dafür ist gleich einmal die alte britische Keepcase-Version von der Weiße Hai 2, 3 und 4, die ich damals um einen Zehner gekriegt habe, wo alle drei Filme drinnen sind, aber weggeben zahlt sich nicht aus, weil man kriegt eh nichts dafür und wirklich bei mir brauche ich sie nicht, weil ich habe ja jetzt die Mediabooks. Aber das Einzige, was ich am Anfang jetzt noch einmal erwähnen muss, dieser ganze Umzug kostet natürlich massig Kohle und tatsächlich ein großer Teil von meinen Ausgaben geht für Dinge drauf, die ich für den Kanal brauche. Ein neuer Schreibtisch, neue Sesseln, die ich für die Videos dann natürlich eben auch brauche, die ganzen Regale, Internet, Fernseher und so weiter und so fort. Und
da möchte ich mich noch einmal ganz, 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 ganz recht herzlich bei André L. bedanken, ein Zuschauer, der mich tatsächlich seit meiner ersten Stunde über Patreon unterstützt. Das haben bereits einige andere in der Vergangenheit zum Beispiel auch über eine Direktspende über YouTube beziehungsweise über PayPal an playzocker@gmail.com ausgeholfen, aber es gibt jetzt neu eben auch die Möglichkeit da, mir über Patreon unter die Arme zu greifen und quasi meinen Kanal Monat für Monat zu subventionieren, was ich dann allerdings im Ausgleich dazu eben dafür nütze, um euch auch exklusive Goodies zu bieten, wie eben beispielsweise Wunsch-Reviews, wo es dann einmal im Monat ein Review nach eurem Wunsch auf meinem Kanal gibt, und wer meinen Kanal wirklich massig unterstützt, der kann sich sogar einmal im Monat auf einen Zockiplatz der Kragen in seinem Namen freuen. Und ja, Andres Wunsch-Quickie wird's definitiv in der nächsten Zeit so bald wie möglich auch hier auf dem Kanal geben. Momentan ist läuft mir eben nur natürlich wegen dem ganzen Umzugsstress immer wieder die Zeit davon, und ich komme gerade mit dem zurecht und hinterher, was ich sonst zu tun habe. Aber keine Sorge, André, ich habe es nicht vergessen. Es wird in Bälde landen. Genauso wie ich es wahrscheinlich in den letzten Tagen dann auch immer wieder über mein Sammlungsupdate gesagt habe. Aber das dieswöchige Sammlungsupdate, übrigens, Spoiler-Alarm, am selben Tag gedreht, wo das letztwöchige veröffentlicht wurde, aber ist dies wieder ein bisschen kürzer ausgefallen und enthält nur 4 Mediabooks und ein bisschen Plastik. Die Weiße Hai Mediabooks habe ich mir tatsächlich wegen einem Video von einem anderen YouTube-Kollegen gegönnt. Ich kann mich leider nicht mehr erinnern, welcher Kanal das war, der da gerade seine Reviews beworben hat auf Facebook, wo dann etliche Leute drunter geschrieben haben, so Sachen wie, wow, die sind urschön und die gefallen mir urgut und ich hätte die auch urgern, aber so ein Scheiß, dass die jetzt schon ausverkauft sind und man sie nicht mehr bekommt. Und aus irgendeinem Grund habe ich sie auf Grund von diesem Beitrag dann angefangen zu googeln und bin aber drauf gekommen, hey, warte mal, Amazon hat von jedem von diesen 4 Mediabooks noch irgend sowas wie 3-4 Stück auf Lager, hab sie mir dann geholt, bam, hier sind sie. Aber bevor wir natürlich zu den Weiße Hai Mediabooks kommt, schauen wir zuerst einmal noch ein bisschen durch das einfachere Plastik. Wir können beispielsweise das Haus des Zorns besuchen. Dabei handelt es sich übrigens nicht um das Haus des Geldes, genauso wie einer gegen alle, jeder gegen jeden. Jetzt wahrscheinlich auch nicht, dass der neue Leitspruch der 3 Musketiere ist. Aber diese 5 normalen Standard-Blu-Rays, die da jetzt hier auf der rechten Seite im Bild stehen, die habe ich mir im Laufe der vergangenen Woche tatsächlich beim Saturn geholt. Habe dort nämlich mehr oder weniger zufällig gesehen, dass es in einer Wühlkiste zahlreiche Blu-Rays von Koch Films und Koch Media damals noch um 1,99 € gibt. Und da habe ich natürlich meine Titel ein bisschen aufgefrischt und mir das geholt, was ich noch nicht in der Sammlung habe, wie eben zum Beispiel das Haus des Zorns, immerhin vom Regisseur John McNaughton, den man unter anderem von Henry Portrait of a Serial Killer kennt, der meiner Meinung nach eigentlich immer noch einer der spannendsten und direktesten Killer-Thriller ist, die ich jemals gesehen habe. Hat auf jeden Fall da auf den ersten Blick keinen schlechten Eindruck gemacht, sieht eben eigentlich ganz gut aus. Und auch bei den anderen Titeln, natürlich auch wenn mich etwas wundert, dass der Filmtitel hier beim Auge des Wolfes so ganz nach unten gedrückt ist. Das ist natürlich eine Designentscheidung, die daher kommt, dass man hier bei Koch ein durchgehendes Motiv gemacht hat, das eben vom Frontcover auf den Spine übergeht. Aber ich weiß nicht wieso. Vielleicht liegt es auch einfach an dem schrecklichen Cover-Artwork, aber das wirkt schon irgendwie auch sehr, sehr, sehr billig. Auch gefällt mir persönlich die Tatsache überhaupt nicht, dass von den beiden Darstellern einfach die Hälfte vom Kopf fehlt. Das sind ehrlich gesagt eher so Anfängerfehler, die vielleicht irgendeinem YouTuber bei seinem allerersten Video passieren dürfen, aber nicht wirklich einem Grafiker, der ein Frontcover-Artwork gestaltet. Ja, ich bin manchmal wählerisch. Dafür, finde ich, schaut die Disc ganz gut aus mit diesem kleinen halbtransparenten schwarzen Case. Und wir kommen quasi zu den Musketieren. Da handelt es sich übrigens ebenfalls um einen Thriller. Ich habe ja nebenbei
Was ich auch sehr, sehr interessant finde, einen kurzen Blick immer in meine OFDB-Sammlung geworfen, weil das natürlich genau die Filme sind, die ich mir genau in irgend so einer Aktion wie eben jetzt um 2 Euro mal hole oder auf einer Börse irgendwann mal einsackeln, wo ich wahrscheinlich nie wieder auswendig sagen können werde, habe ich diesen Film jetzt in der Sammlung. Aber da finde ich es auf jeden Fall ebenfalls sehr, sehr cool, dass ich meine Sammlung in der OFDB verwaltet habe, um bei solchen Sachen nachschauen zu können. Auch wieder etwas, das mir natürlich wahnsinnig viel Zeit kostet. Das allerdings, finde ich, meine Sammlung auch wirklich aufwertet. Für diejenigen, die sich dafür dann wirklich interessieren, die können einen Blick, das schaut innen, finde ich, wirklich absolut geil aus mit diesem gelben Case und der ganz einfach, aber wirklich farblich passend gestalteten Disc. Das gefällt mir echt. Außerdem gibt es sogar ein bisschen einen, zwar Werbeflyer, aber trotzdem ein Einlageblättchen. Da können übrigens diejenigen, die sich wirklich für meine Sammlung interessieren, einen Blick in die OFDB werfen. Der Link zu meiner Sammlung ist in der Videobeschreibung von jedem Video, das ich hier auf YouTube hochlade. Ohne jede Gnade poste ich quasi meine Links, und ich weiß nicht, wieso dieser schwarzhaarige Michael Cudlitz hier auf dem Frontcover-Artwork mich so an The Walking Dead erinnert eigentlich. Im Reich der Camorra ist ebenfalls eigentlich ein Drama, andererseits aber eben auch ein bisschen krimimäßig angehaucht. Ein Film aus Italien, der ebenfalls von Koch veröffentlicht wurde und scheinbar, ich sage mal, zumindest bei meinem jetzt relativ nahegelegenen Saturn nicht besonders gut gegangen ist, sodass sie die Blu-ray eben für 1,99 Euro nach draußen sausen haben lassen. Genauso wie ich ja eben in der letzten Zeit schon einige Geschichten erzählt habe über eine Aktion von Zavi, wo man nämlich eben auch dort sehr, sehr vergünstigte 4K Blu-Rays bekommen hat in der letzten Zeit, was ja etwas ist, was es im deutschsprachigen Raum eigentlich jetzt noch nicht gibt, diese schönen 4K-Schnäppchen. Bei uns zahlt man ja immer noch gerne 40 Steine für eine einzige 30 Steine für eine einzige 4K Blu-Ray. In England hatte Zavi aber eben diese Aktion, durch die man um diese 32 Euro waren es genau, 3 4K Blu-Rays gibt. Und da habe ich euch ja in der letzten Zeit schon einige gezeigt. Heute kam der letzte Schwung dann eben an, aber ich glaube, dass ich jetzt auch schon alle hergezeigt habe. Nur, übrigens für diejenigen von euch, die bei Zavi auch ganz gerne bestellen, ich weiß, dass es diese Geschichte aus Deutschland bereits seit langer Zeit gibt, aber bei mir in Österreich war mir das absolut neu. Die Rede ist von verzollten Sendungen von Zavi. Nachdem ich mitbekommen habe, dass der Zoll in Deutschland da immer schon ab und zu auch zugeschlagen hat, war ich sehr, sehr glücklich, dass bei mir von Zavi bis jetzt wirklich noch tatsächlich jede einzelne Bestellung am Zoll vorbeigegangen ist. Jetzt allerdings hat es mich auch das erste Mal erwischt mit einer wirklich unfasslichen Geschichte eigentlich. Müsst euch vorstellen, ich komme gerade nach Hause, Postler steht mit dem Paket vor dem Briefkasten, füllt einen gelben Zettel aus. Sage zu ihm, hallo, ich bin da, ich würde es gleich nehmen. Sagt er, ja, das ist schön, aber geht nicht, weil dieses Paket ist verzollt und da muss man was zahlen. Sage ich, ja, das ist zwar Arsch, ja, weil der Zoll tatsächlich eine Institution ist, für die ich im privaten Rahmen, für das, was ich hier betreibe, für meine eigene private Sammlung, ein Wort finden muss, das noch einmal den Begriff Verachtung potenziert, um zu zeigen, wie ich diese Einfuhrumsatzsteuer abzocke, wirklich hasse. Und ja, ich werde weiterhin versuchen, so wenig wie möglich und so selten wie möglich in diesen Dreck investieren zu müssen. Anyways, er hat mir gesagt, nein, das geht nicht. Er muss dieses Paket da herbringen, muss es mir zeigen, muss es dann aber auch wieder mitnehmen und ich muss mal bei der Postdienststelle abholen. Woraufhin ich mir gedacht habe, bist du deppert, jetzt sind sie ganz besonders bescheuert bei der Post geworden, weil er darf diese Zollgebühren nicht mehr einsammeln. Man darf ihm nicht einmal was bezahlen. Super, dass die trotzdem immer noch was tun.
Aber die Geschichte hat sich dann eben tatsächlich aufgeklärt. Da geht es tatsächlich nicht darum, dass sie sich bei der Postentscheidungsstelle mittlerweile die letzte noch funktionierende Gehirnzelle weggesoffen haben. Nein, der Grund dafür ist tatsächlich, und da hätte ich eigentlich auch selber drauf kommen können, die Corona-Geschichte. Denn natürlich dürfen die Postboten das Geld, was ich in der Hand habe, momentan nicht angreifen. Macht tatsächlich Sinn, kann ich tatsächlich niemandem böse sein, außer eben den Leuten, die Zoll von mir einheben wollen. Aber für mich ist es jetzt tatsächlich relativ traurig, weil ich habe ja jetzt das allererste Mal eine verzollte Sendung von Zavi in der Hand gehabt, was dann natürlich im Umkehrschluss bedeutet, in der nächsten Zeit wird das wahrscheinlich öfter passieren. Weil ich gehe nicht davon aus, dass in den letzten, ich sage jetzt einmal 8 Jahren, in denen ich bei Zavi wahrscheinlich über 300 verschiedene Artikel bestellt habe, von denen ja die meisten über diese 22 Euro waren, dass es da jedes einzelne Mal Zufall war, dass das durch den Zoll gekommen ist. Nein, ich rechne da ehrlich gesagt eher damit, dass der Grund für diese Geschichte darin liegt, dass England, scheiß fucking Brexit, die EU verlassen hat und damit jetzt auch diese Geschichte rund um Zavi zum Zoll führt, was natürlich total geil ist. Not, weil Amazon UK ja dann ebenfalls ab sofort wahrscheinlich in diese Zollgeschichte reinfällt, was mir noch massig Kohle kosten wird für einen Service, den ich am liebsten nicht in Anspruch nehmen würde. Und ich habe ehrlich gesagt tatsächlich überlegt, was eigentlich die 3 Dinge sind, die ich in meinem ganzen Leben von allem, was es auf der gesamten Welt gibt, am meisten hasse und verachte. Und diese Top 3 der Dinge, die ich nicht leiden kann, sind tatsächlich Nummer 1, GIS oder GEZ-Gebühren, Nummer 2, der Zoll und Nummer 3, Kurzparkzonen. Alles Sachen, die ich wirklich mehr nicht hassen könnte. Und man merkt, nicht einmal die Post hat's da auf die Liste geschafft, wobei natürlich Versandgebühren eigentlich ein relativ naher Vorreiter dann für Platz 4 sind. Anyways, lange Rede, kurzer Sinn, diese Teile haben gemeinsam ja nur diese 30 Euro gekostet. Glücklicherweise verschickt Zavi ja immer alles einzeln, da machen sie ausnahmsweise wirklich einmal was richtig. Deswegen habe ich da keine Probleme gehabt. Es war für mich quasi eine Joy. Ich höre schon auf, diese Sachen in Empfang zu nehmen. Und man muss ja auch wirklich eben dazu sagen, es handelte sich dabei Zavi um eine sogenannte Multi-Buy-Aktion, wo ich eben 3 Titel nehmen musste. Deswegen war auch der Joy dann im Endeffekt tatsächlich auf der Liste. Das nervt irgendwie an dieser neuen Kamera. War dann der Joy auf der Liste eigentlich von den ganzen Filmen, die ich mir da geholt habe, der mich am wenigsten interessiert hat. Aber trotzdem eigentlich, David O. Russell ist super. Auch die bekannten Darsteller, die da dabei sind, sind super. Also im Endeffekt hat es mich dann schon ein bisschen interessiert, auch wenn eben das Thema des Films, mit deutschem Ton übrigens, auf der 4K Blu-ray, aber only. Außerdem, by the way, if you live within the UK or Ireland, I think, and if you can time travel, since at the end of 2019 this voucher should have expired, but if you can still use it, please do so, because I couldn't care less about digital versions of films. Ich habe mir eben den ebenfalls gegönnt, jetzt in der 4K-Version, dann räumen wir einmal das auf die Seite. Übrigens für diejenigen, die sich für die Fast and the Furious Filme interessieren, da gibt's eben nicht nur jetzt den 9. Teil, den ich da vorliegen habe als 4K Blu-ray, es gibt ja eben auch die Box mit Fast and the Furious 1 bis 8 auf insgesamt 16 Discs, weil natürlich eben auch in diesem Fall neben der 4K Blu-ray auch die normale Blu-ray dabei sein muss. Und die gibt's bei uns um über 100 Euro. In England, bei Amazon UK, gibt's dieselbe Box um unter 50 Pfund, what the hell? Was aber eben natürlich wieder mal eines von diesen Angeboten ist. Ich habe es jetzt, glaube ich, sogar bestellt und in meinem Warenkorb Safety First. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich das behalten soll, weil eben einerseits ich persönlich ja die Unterschiede zwischen 4K und den normalen Blu-rays fast nicht sehe irgendwie. Vielleicht kann mir irgendwer in den Kommentaren da ein bisschen Aufschluss geben, beziehungsweise ein bisschen helfen, auch bei Einstellungen oder so, dass ich da zu einem gescheiten Ergebnis komme. Aber
Auch vor allem, weil mir die Fast and the Furious-Reihe nicht besonders wichtig ist, bin ich noch nicht sicher, ob ich das nicht vielleicht storniere. Und ganz ehrlich, wenn ich dann diesen depperten Dreckszoll da drauf zahlen muss, dann werde ich es sowieso nicht zahlen, weil das Einzige, was ja wirklich noch schlimmer ist als der Zoll, ist die Tatsache, dass man ja nicht nur diese 20% Einfuhrumsatzsteuerabzocke begleichen muss, sondern eben die Post dafür, dass sie eben diesen Service des Meine Pakete zum Zoll bringens, absolviert noch einmal 10 Euro kassiert, was ich einfach grauenhaft finde, dass man das einfach so machen kann, mir einen Service aufbrummen, den ich nicht haben will und dann dafür auch noch bezahlen. Ganz ehrlich, ich würde der Post lieber Geld geben, wenn sie meine Pakete am Zoll vorbeitragen. Aber lassen wir das. Cool finde ich bei der Black Clansman 4K Blu-ray, dass es hier eben auch einen Schuber um das Teil gibt, beziehungsweise dass dieser Schuber dann auch noch bei den beiden Charakteren hier auf dem Frontcover Partial Gloss Effekte aufweist. Das Einzige, was man aber halt bei dieser 4K Blu-ray, und ich bilde mir ein, dass der bei uns nicht einmal in 4K erschienen ist, sagen muss, ist, dass es natürlich keinen deutschen Ton gibt, weil der Film ja bei uns von einem anderen Label vertrieben wird. Wir sehen, dass es in dem Fall sich tatsächlich wirklich auszahlt, den Schuber zu haben, weil das einzig Bunte, das Einzige, das irgendwie ansatzweise von diesem Film ist und nicht einfach nur Credits, Freigaben, Rechte, Codes und 4K Kacke ist, das tatsächlich auf dem eigentlichen Blu-ray-Case fehlt. Dafür, ja, ist es vorne eigentlich ganz in Ordnung. Wenig überraschend übrigens, im Inneren warten einfach Discs, so wie von Universal nicht anders gewohnt, mit zweimal demselben Bild drauf, aber man sieht es eben auch an den Freigabesymbolen, das Ganze ohne irgendeinen ein deutsches FSK-Logo, aber damit, finde ich, habe ich meinem Dienst am Plastik, muss man ja eigentlich fast sagen, in diesem Fall Genüge getan und wir können jetzt endlich zu dem kommen, über das wir hier auf Playzocker Reviews ja auch wirklich gerne reden. Limitierte Sammlereditionen, beziehungsweise in dem Fall die meiner Meinung nach jetzt auf den ersten Blick ziemlich wundervollen Mediabooks von Der Weiße Hai. Ja, Der Weiße Hai macht doch wahnsinnig viel Spaß. Nicht nur, wenn man eben mit dieser Musik im Kopf am Strand herumgeht und dann mit einer Haiflosse auf dem Rücken auf Leute zuschwimmt. Hey, warte mal, sag doch nicht, dass das wirklich nur ich mache. Anyways, Der Weiße Hai von Steven Spielberg ist einer der besten und einflussreichsten Horrorfilme der amerikanischen Filmgeschichte. Sein Einfluss geht so weit, dass der Film mehr oder weniger von allen Filmfans geliebt, von allen Umweltaktivisten mehr oder weniger gehasst wird, weil auch wenn tatsächlich Jahr für Jahr mehr Leute daran sterben, dass sie aus dem Bett fallen oder von einem Kühlschrank erschlagen werden, werden tatsächlich Haie aufgrund des Films nach wie vor gehasst und als absolute Killerbestien bezeichnet, was eben nach dem Release des Films dazu geführt hat, dass tatsächlich einige Leute angefangen haben, Haie umzubringen. By the way, an dieser Stelle nur ein klitzekleiner Hinweis, don't do that! Punkt! Aber auch wenn es natürlich einige Haiangriffe immer wieder gibt, ist es trotzdem eine Sache, die finde ich, dass man den großen Hai-Hass und die große Hai-Angst fast auf die Filmwelt beschränken sollte. Und da haben Universal Pictures und Nameless jetzt absolut zugeschlagen und diese Meisterwerke veröffentlicht. Und ganz ehrlich, bevor wir jetzt einmal in Mediabooks Res gehen, ja, natürlich habe ich den Schmäh auch heute gebracht, machen wir noch einmal einen kurzen Blick auf die generelle Covergalerie. Da sehen wir nämlich eben einerseits, dass man sich bei jedem der vier Titel für das klassische alte Kinoplakat entschieden hat und diese Motive meiner Meinung nach absolut großartig auf die Mediabooks angepasst hat. Außerdem können wir jetzt gleich am Anfang einmal einen schnellen Vergleich der Mediabooks beziehungsweise respektive ihrer Spines bieten. Sehen natürlich, dass hier absolut wundervoll einheitlich gearbeitet wurde mit den Filmtiteln hier, aber dass man eben auch auf den Spines unglaublich viel Wert darauf gelegt haben muss, dass diese Dinge wundervoll und einheitlich im Regal nebeneinander ausschauen. Das beginnt einerseits
Dabei, dass wir natürlich oben bei allen vier Mediabooks wunderschön den Cover-Ausschnitt von dem Hai sehen. Das Einzige, was mich da tatsächlich ganz marginal stört, ist die Tatsache, dass das Hai-Bild beim Cover vom Weißen Hai 1, sieht man, ein bisschen zu weit oben anfängt, hätte vielleicht um 1,5 mm nach unten gesetzt gehört und genauso aufgelöst wie hier bei 2 und 3. Beim 4er geht es ja tatsächlich noch ein bisschen weiter runter. Sehr schön, finde ich, ist es aber gelungen, hier die Titel der einzelnen Filme auf die Spines anzupassen. Logischerweise, dass eben der vierte Teil ein bisschen länger ist, weil er als einzig einen Untertitel hat. Wäre mir persönlich auch recht gewesen, wenn man den Film hier zumindest auf dem Spine als der Weiße Hai 4 bezeichnet hätte. Ein bisschen Unterschiede in der Schriftart gibt's auch, wie hier, dass eben beim ersten Teil das Ganze anders geschrieben wurde. Da hätte man noch ein bisschen nachbessern können, genauso offensichtlich beim Druck. Leider teilweise hier bei 2 und 3 ein bisschen ungenau, aber ganz im Ernst, das sind für mich in dem Fall tatsächlich nur Peanuts, obwohl man es natürlich auch nicht unerwähnt lassen darf, dass es hier noch Verbesserungspotenzial gegeben hätte. Gerade eigentlich, dass der Titelschrift beim ersten Teil anders ausschaut und der Hai nicht auf der richtigen Höhe ist. Das ist schon ein bisschen schade, muss man echt sagen. Aber schauen wir jetzt einmal in das hinein, was uns respektive das Mediabook von Der Weiße Hai 1 liefert. Da bekommen wir natürlich, wie eben auch bei den anderen Weiße Hai Mediabooks, eine von diesen, wie ich sie immer nenne, C-Cards, die sowohl oben mit einem kleinen Blu-ray-Banner als auch eben unten mit einem Teil des Frontcovers inklusive FSK-Logo auf das Mediabook überlappen, bekommen dann hier auf dem Backcover eine kurze Inhaltsangabe zum Film, bekommen ein kleines Szenenbild gemeinsam mit den Informationen rund ums Bonusmaterial. Da bekommen wir eben eine Menge Specials über den Film geboten. Das Einzige, das ich persönlich absolut schade finde, ist die Tatsache, dass es im Mediabook ausschließlich die Standard Blu-ray gibt und nicht die jetzt ebenfalls erhältliche 4K Blu-ray. Die bekommt man halt eben wirklich nur im Steelbook momentan. Wir können auf das Frontcover schauen und da hat Nameless, wie man es von ihnen nicht anders gewohnt ist, auch diesmal wieder mit dem Partial Gloss Effekt gearbeitet, beziehungsweise hier sehen wir ebenfalls blöderweise einen kleinen Abriss, wo der Spine aufs Frontcover übergeht und man sich da offensichtlich ein bisschen vermessen hat. Ist halt eben immer die Frage bei diesen ganz kleinen Ungenauigkeiten, ob das jetzt eben wirklich am Grafiker liegt oder vielleicht eben auch an der Herstellerfirma, die dann die Mediabooks produziert hat. Das kann man nicht immer ganz eindeutig sagen. Außerdem, apropos Dinge, die man nicht mehr sagen kann / muss, ich glaube, über dieses Frontcover-Artwork muss ich wirklich kein Wort mehr verlieren. Das ist wahrscheinlich eines der bekanntesten, besten und auch eben most memorable Filmplakate of all time. Eines, das immer wieder zitiert wird. Der Hai, der eben von unten nach oben schießt auf die schwimmende Frau, die hier eigentlich überraschend nackt ist für ein amerikanisches Filmplakat, aber nicht nackt genug, um das Video bei YouTube als Erotik-Video melden zu müssen. Anyways, wir haben auch auf dem Spine natürlich den Partial Gloss Effekt beim Filmtitel und bekommen dann auf dem Backcover dasselbe Bild geboten, das wir eben auch bei dem Cover-Umleger zu sehen bekommen. Irgendwie in dem Fall stört es mich gar nicht, dass da der obere Teil ziemlich ungenutzt ist, weil das Ganze so, finde ich, mehr Atmosphäre hat, als hätte man das Ganze nach oben gesetzt und unten einfach mehr Wasser. Also das passt mir schon so. Genauso wie ich es eigentlich auch absolut in Ordnung finde, dass man hier auf der Blu-ray ebenfalls, man merkt, dass sie von Nameless gemacht wurde, natürlich dieses bekannte Motiv findet, dafür dann allerdings auf der DVD wieder ein anderes Motiv mit Leuten, die, finde ich, viel zu glücklich grinsend, hallo, die viel zu glücklich grinsend vor einem Hai aus dem Wasser flüchten, haha, das macht Spaß.
aus. Wir schauen dann auf das Innenartwork mit einem Anblick auf We're Gonna Need a Bigger Boat, wo gerade die Haiflosse vorbeischwimmt. Auch eigentlich cool, dass das mit diesem blau-weißen Farbstil gemacht wurde und eben nicht in Vollfarbe. Auch schön, dass hier auf dem Booklet das zwar selbe Covermotiv ist, aber hier auf dem Backcover vom Booklet fortgesetzt wurde. Auch das finde ich eigentlich ziemlich gelungen, genauso eben, dass man wie von Nameless gewohnt hier ein sehr hochwertig eingenähtes Booklet hat. Aber jetzt können wir mal einen Blick genau in das Booklet werfen und bekommen auch da teilweise eben sogar interessante schwarz-weiße Bilder. Das ist, glaube ich, eben auch sogar das oder eine ähnliche Szene, wie sie jetzt im Innenartwork von dem neuen Steelbook zu finden ist. Wir bekommen ein paar Bilder vom quasi weißen Hai. Und wir merken, Alter, wir sind mittlerweile schon bei Seite 16 im Booklet und noch nicht einmal an der Hälfte angekommen. Wir haben hier ein richtig umfangreiches Booklet bekommen, das uns Nameless spendiert, hier sogar inklusive einem Blick auf kurz auf die Fortsetzungen, dann natürlich eben auch auf die etwas mäßig gekleideten Macher hinter der Kamera, beziehungsweise natürlich eben auch die Leute vor der Kamera. Das ist übrigens auch interessant. Roy Scheider, bekannt durch diesen Film, ja. Danke, dass der Film, der Schauspieler, der in diesem Film mitgespielt hat, quasi in diesem Film mitgespielt hat. Absoluter Wahnsinn. Wolfgang Brunner, quasi einer der Nameless-Standard-Autoren, hat auch dieses Mal das Booklet geschrieben. Auch da eigentlich eine ziemlich coole Szene von der Flucht, wo auch ihn finde ich auch wieder cool, der da steht. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, ob ich dieses Bild jetzt nicht zensieren müsste, aber eigentlich auch jetzt nicht wahnsinnig erschrocken. Und er schaut auch gerade aus, als hätte man ihn kurz aufgeweckt zum Laufen. Quasi laufgeweckt. Ich gebe schon eine Ruhe. Aber meiner Meinung nach ein wirklich schön gemachtes Mediabook mit einem richtig schön gemachten Booklet. Das gefällt mir sehr gut und da freue ich mich echt, dass ich das Ding habe. Das Einzige, was ich eben hier beim Der Weiße Hai 1 Mediabook als Kritikpunkt anmerken würde, ist die Tatsache mit dem Filmtitel und dem Minibild auf dem Spine, beziehungsweise, dass wir natürlich eigentlich auch die 4K UHD Blu-ray hier drinnen haben hätten sollen, aber halt leider nur die Standard Blu-ray bekommen. Und ja, ich mach diesen selben Schmäh bei jedem einzelnen Weiße Hai Unboxings. Alles andere würde ja Kreativität abverlangen. Aber Nameless hat ja tatsächlich sehr viel Kreativität an den Tag gelegt bei der Gestaltung dieser Mediabooks. Und auch wenn man diese Artworks natürlich nicht exklusiv für die Mediabooks angefertigt hat, sondern es sich hier zum Beispiel auch bei der Weiße Hai 2, der Hai 2, ein absolutes Highlight aus meiner Witzekiste, für das alte klassische Kinoplakatmotiv entschieden hat, ist es aber trotzdem meiner Meinung nach einfach nur saucool auf dieses Mediabook angepasst worden. Wir bekommen eben wie gewohnt auch hier die C-Card mit dem FSK-Logo nur auf dem Umleger, können schnell gleich am Anfang einmal auf das Backcover blicken, wo wir eben zum Beispiel ein großes Bild von Roy Scheider vorfinden mit der Inhaltsangabe zum Film und können dann ein bisschen aufs Bonusmaterial schauen, das natürlich bei dem nicht mehr ganz so kultigen Teil 2 nicht auch mehr so umfangreich ist wie beim ersten Teil. Aber wir können jetzt nämlich einfach einmal dieses Ding entfernen und uns das Frontcover-Artwork anschauen. Genau wie von Nameless gewohnt und auch bei den anderen der Weiße Hai Mediabooks gemacht, ist der Filmtitel mit einer Schicht Partial Gloss überzogen und obwohl es sich dabei um das alte Original-Kinoplakatmotiv handelt, sieht es einfach aus, als wäre es frisch gezeichnet worden. Das ist einfach nur bemerkenswert und absolut großartig. Ich meine, man muss auch dazu sagen, ich liebe dieses Bild. Es ist fast einer meiner Favoriten aus dem Weiße Hai-Franchise, nämlich weil sie noch so schön glücklich dabei aussieht, wie sie sich auf den Wasserskien herumziehen lässt und noch keine Ahnung hat,
dass dieses 200 Tonnen Fressmonster hinter ihr aufgetaucht ist. Komisch, dass man sowas nicht hört, aber das Boot, was vor ihr fährt, ist vielleicht relativ laut, ist, muss man wirklich sagen, absolut beeindruckend von der Farbbrillanz und von der Druckqualität, wie das hier auf dem Mediabook vorliegt. Da hat man wirklich unglaublich Großes geleistet. Wir können über den Spine aufs Backcover schauen. Auch hier natürlich, wie bereits beim ersten Teil, dasselbe Bild von Roy Scheider, das auch auf dem Backcover ist. Leider eben, man merkt es nicht ganz genau gemacht, was ich sehr schade finde. Aber man hat auch eben nicht das gesamte Backcover ausnützen können mit dem Motiv oben und unten. Bleibt ein kleines bisschen ungestaltet, liegt aber eben einfach daran, dass man quasi seine Susi nicht abknacken wollte. Aber wir bekommen eine ganz nette Szene am Strand, die aber, muss man auch sagen, von der Perspektive her ein kleines bisschen daneben ist. Aber interessant, dass man hier zwei unterschiedliche Blicke auf das Geschehen hat, auf dem Backcover beziehungsweise auf diesem Einlegeblatt. Hier sieht man noch ein bisschen mehr von den Leuten. Interessant gearbeitet von Nameless, aber wir können jetzt natürlich dann eben auch einmal ins Innere von dem Mediabook schauen. Auch hier wenig überraschend das Cover-Artwork vom Mediabook auf der Blu-ray beziehungsweise dann einen Teil von dem anderen Motiv vom Backcover auf der DVD, wieder auch dieses Mal ein durchgehendes Motiv als Innenartwork vom Mediabook von dem umfallenden Katamaran, glaube ich, ist das, wo sich der weiße Hai mehr oder weniger unten schon seine weiße Hai-Serviette umschnürt und sich einfach freut auf die Leute. Bekommen wir übrigens auch dieses Mal wieder ein durchgehendes Motiv auf dem Front- und Backcover vom Booklet. Natürlich auch hier das Kinoplakatmotiv und auf dem Backcover nur ein bisschen Wasser. Man merkt, das Wasser ist ein bisschen seichter offensichtlich als noch auf dem Backcover vom ersten weiße Hai Mediabooks, aber der Film war ja jetzt quasi dann noch lange nicht der Untergang, der dann bei späteren Sequels noch gefolgt ist. Aber was ich ebenfalls sehr cool finde, ist, dass wir nicht wie bei eben anderen Reihen, die auf Mediabooks veröffentlicht wurden, hier in allen vier Mediabooks dasselbe Booklet bekommen, sondern dass hier eben tatsächlich wirklich jeder einzelne Film ein eigenes Booklet hat. Wenn man auch dazu sagen muss, dass wie bei einzelnen Titeln, wie eben zum Beispiel der IFD Legacy Edition von WMM nicht eben ihre Faulheit oder einfach die der Gedanke, sie wollen Kohle sparen, dafür verantwortlich ist, sondern einfach die Tatsache, dass man in den Auflagen normalerweise überhaupt keine Mediabooks produzieren könnte, normalerweise, hätte man das bei den 666 Stück von den der weiße Hai Mediabooks zwar grundsätzlich schon können, aber man hat sich hier auf jeden Fall dazu entschieden, etwas mehr Arbeit in die Mediabooks zu investieren und das finde ich absolut cool. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, die Info, dass die Mediabooks auf genau diese Stückzahl limitiert sind, habe ich aus dem Internet. Auf den Mediabooks an sich steht da leider nichts drauf. Es gibt doch keine individuelle Limitierungsnummer auf den jeweiligen Mediabooks, aber meiner Meinung nach sind sie trotzdem absolut wundervoll, wie hier eben das Mediabook von der Weiße Hai 2. Und ich glaube, es braucht nicht einmal diesen visuellen Cue, um zu wissen, was eigentlich nach der Weiße Hai 2 kommt. Die Rede ist natürlich von der Weiße Hai 3. Er frisst wieder, diesmal übrigens sogar in 3D. Und man muss dazu sagen, der Weiße Hai 3D war auch wirklich jahrelang der schlechteste Film aus dem Weißen Hai-Franchise, bis man sich dann dankenswerterweise dazu entschlossen hat, einen vierten Teil zu bringen und mehr oder weniger den Kinozuschauern zu zeigen, was für ein tatsächliches Meisterwerk der dritte Teil dann doch eigentlich war. Aber apropos Jaws 3 und wirkliches Meisterwerk, wir bekommen tatsächlich das großartige Meisterwerk in der Form des alten Original-Kinoplakats hier, wie gewohnt als Blu-ray-Mediabook-Cover. Bevor wir uns das aber wirklich komplett anschauen können, auch hier zuerst einmal einen Blick auf diesen Cover-Umleger, der eben hier links unten das große FSK-Logo bietet, beziehungsweise dann das komplette Backcover. Da
erfahren wir quasi von der tödlichen neuen Attraktion, bekommen hier genau nervenzerreißende Spannung. Wann kommt der nächste schlechte Special Effect? Wann kommt der nächste billige 3D-Jumpscare? Ich kann es kaum erwarten. Aber glücklicherweise ist auf der Blu-ray dann natürlich auch die 3D-Version von dem Film enthalten. Gibt's ja, glaube ich, von der Weiße Hai 3 auch keine reine 2D und nicht 3D-fähige Blu-ray-Version, was ich eigentlich ziemlich cool finde, weil das wäre eigentlich eher einer der Titel gewesen, wo man sich denken hätte können, dass Universal einfach die Kohle spart und den nie als ordentliche 3D-Version bringt. Interessanterweise ist auch das, wie bereits erwähnt, das Original-Kinoplakatmotiv zu der Weiße Hai 3, ist allerdings mit dem Titelschriftzug hier im Mediabook komplett anders gebaut worden, eben passend zum Titelfont auf den anderen Mediabooks, hat man hier den Original-Titelschriftzug ersetzt. Der war nämlich eigentlich urfett und in 3D und genau hier untergebracht mit dem Jaws 3D, sodass man auf dem alten Kinoplakat, für das eigentlich dieses Motiv gemacht wurde, wesentlich weniger von diesem Motiv erkennen konnte. Aber ich finde es absolut großartig. Einerseits finde ich es natürlich auch wieder cool, wie der Weiße Hai, wie auf allen anderen Weiße Hai-Postern natürlich rausschauen muss, schaut aber in diesem Fall nicht entweder im Wasser nach oben, sondern ist hier offensichtlich als 300 Meter große Version im Himmel, weil er nicht einmal aus dem Wasser rausschaut, sondern aus irgendeinem Landabschnitt. Außerdem finde ich irgendwie ganz witzig, dass wir hier offensichtlich zwei Mitarbeiter von SeaWorld haben. SeaWorld, eine Attraktion, wo man ganz offensichtlich einfach wegschwimmen kann. Ich bin gespannt, wie lange die Leute das betreiben, wenn ich dann irgendwann einmal endlich die Zeit habe, mein brandneues PS4-Spiel Maneater anzuwerfen. Aber ich muss ja auch dazu sagen, ich habe ja tatsächlich das PS2-Spiel Der Weiße Hai, ja, it exists, selber gespielt. Interessant finde ich übrigens, wie diese SeaWorld-Mitarbeiter mit den beiden Damen umgehen. Sehr lustig finde ich einerseits, wie sich Giovanni hier wundervoll zur Seite dreht und nach hinten wendet, sodass es ihm die Wasserski aufstellt, die aber offensichtlich, doch er wird hier auch quasi gezogen, was offensichtlich sofort zu einem instant gebrochenen Rücken führen müsste. Außerdem und glaube ich nicht, dass da irgendjemand so selbstlos wäre, dass er riskiert, wenn er vor dem riesigen Hai wegschwimmt, seine Wasserski zu verkanten und ins Wasser zu fallen. Wundervoll, aber wie er quasi hier die Freddie Mercury-Pose macht. Nicht ganz so nett zu seiner Begleiterin wie dieser Typ, der sie einfach in bester King Kong-Manier am Fuß packt und offensichtlich sich gerade über die Schulter werfen will, was dann bei ihr zu einem gebrochenen Rücken führen könnte und bei ihm für ein gebrochenes Genick. Auch das sieht nicht wirklich natürlich aus, aber gerade deswegen ist das in dieser Konstellation einfach ein absolutes Design- und zeichentechnisches Meisterwerk und dieser riesige, aus dem Boden ragende Haischädel sieht meiner Meinung nach auch einfach nur grandios aus. Auf dem Backcover gibt es dieses Mal wieder quasi dasselbe Motiv, das wir eben auch kennen von diesem Bild hier, das wir bereits auf dem Cover-Umleger gesehen haben, auch dieses Mal. Diesmal sogar ohne Veränderung, aber diesmal auch dann wirklich formatfüllend und in wirklich wie gewohnt guter Druckqualität. Sieht hervorragend aus, gefällt mir. Im Inneren haben wir dasselbe, das wir bereits kennen. Wir haben das Kinoplakatmotiv auf der Blu-ray, wir haben das Backcover-Artwork auf der DVD, wir haben ein durchgehendes Innenartwork in Blau und Weiß, ist ja zugegebenermaßen auch die wichtigste Farbe, wenn es um Wasser geht, von schwimmenden und flüchtenden Leuten hier dieses Mal natürlich auch, diesmal sogar das Front- und Backcover-Artwork vom Mediabook auch als Front- und Backcover-Artwork vom Booklet ist jetzt nicht unbedingt mein persönlicher Favorit, ehrlich gesagt, aber muss man sagen, auch durchaus noch in Ordnung, wenn es um das Thema Materialrecycling bei den Weißer Hai Mediabooks geht. Da sieht man zwar beim Cover Artwork eine Wiederverwendung, aber jetzt ehrlich gesagt nicht in einer auffälligen Version. Ich weiß nicht, ich glaube, da haben sie als Hai keinen besonders guten Schauspieler gecastet. Wir blättern durch das Booklet, wobei mir ein paar Seiten ein bisschen zusammenpicken, aber alles kein Problem. Also ganz im
Ernst? Bei der Weiße Hai, der ja offensichtlich Jahrzehnte vor dem dritten Teil produziert wurde, ein Hai-Modell hatte, das so viel besser ist als dieses Pappmaché-Ungetüm, dann tut das schon irgendwie ein bisschen weh. Und natürlich würde man normalerweise sagen, dann sollte man vielleicht diesen Hai nicht unbedingt zum Center of Attention sogar im Booklet machen, aber ich persönlich habe da natürlich eine absolut gegenteilige Ansicht und bin der Meinung, natürlich gerade deswegen sollte man den Kerl dazu machen. Und ich schaue jetzt gerade, aha, bei mir kleben da nämlich tatsächlich mehrere Seiten von diesem Booklet zusammen, nämlich blöderweise sogar auf eine Art, die man nicht einmal ohne irgendwelche Schäden zurückzulassen, reparieren kann. Das werde ich dann tatsächlich bei Amazon reklamieren, weil irgendwie sieht das fast so aus. Ich meine, bei einem Mediabook von Der Weiße Hai passt das ja, aber es macht nicht den Eindruck, als wäre es nass geworden. Das würde man anders sehen. Aber ich glaube, man merkt, dass es natürlich immer blöd ist, wenn sich da ein Teil von der Seite vis-à-vis dann auf diesen Seiten niederschlägt. Schauen wir mal, ob sie mir das noch austauschen können, beziehungsweise ob sie da andere Vorschläge wie Preis, Nachlass oder sonstige Dinge haben. Es ist ja glücklicherweise das einzige Mal, dass in der vergangenen Zeit bei Amazon mit einem Mediabook irgendwas nicht in Ordnung war. Das Bild mag ich. Aber eigentlich grundsätzlich trotzdem ein schickes Mediabook, was bei mir allerdings eben tatsächlich in erster Hoppala-Linie dadurch so gut ankommt, weil es eben einfach absolut perfekt zu den anderen Mediabooks aus dem Weiße Hai-Universum passt. Das ist absolut großartig und gefällt mir persönlich wahnsinnig gut. Alle guten Dinge sind drei, dachten sich offensichtlich auch die Produzenten von Der Weiße Hai und machten Der Weiße Hai die Abrechnung offensichtlich absichtlich derartig beschissen, dass man diesen Spruch nicht adaptieren muss für die Weiße Hai-Reihe. Dafür muss ich aber dazu sagen, dass das Cover-Artwork ist gleich das alte Kinoplakatmotiv zu Der Weiße Hai, die Abrechnung, wahrscheinlich mein absoluter persönlicher Favorite von allen Weiße Hai Mediabook-Covern / Kinoplakatmotiven ist, weil das sieht einfach nur badass und absolut großartig aus. Wir können zuerst einmal auf diesen Cover-Umleger schauen, wo natürlich eben auch hier das FSK-Logo auf das Mediabook gebracht wurde, finden dann auf dem Backcover quasi, this time it's personal. Ja, es ist ein absolut derartig persönlicher Film und eine absolut persönliche Wunschleistung, das glaube ich Schauspieler Michael Caine irgendwann einmal in einem Interview gesagt hat, der Film Der Weiße Hai 4 war ihm persönlich so wichtig, dass er ihn einfach nur deswegen gemacht hat, weil er sich um die Gage gerne ein Haus kaufen wollte und sich den Film nachher nicht einmal angeschaut, weil er schon nach der ersten Lektüre des Drehbuchs wusste, dass das nur wirklich absoluter Rotz werden kann. Wundervoll. Wir bekommen jetzt allerdings dann die Möglichkeit, uns also auf diesen Cover-Umleger zu verzichten und können einen Blick auf den Weißen Hai werfen. Auch hier natürlich wie gewohnt das Frontcover-Artwork mit Partial-Gloss-Effekt beim Titelschriftzug versehen. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist, man hat natürlich schon bemerkt, dass man auch hier beim Mediabook von Der Weiße Hai 4 dieselbe Schriftart verwenden wollte wie bei den anderen. Bei den anderen Mediabooks, auch wenn ich es irgendwie nicht ganz nachvollziehen kann, wieso man dieses Mal eine andere Schriftgröße verwendet hat als bei Teil 2 und Teil 3, hat man da leider auf einen absolut großartigen Gag verzichtet, weil im englischen Original bei Jaws quasi der Hai das A vom Titelschriftzug war. Das hat bei diesem Cover-Artwork ganz besonders toll ausgesehen und vor allem muss man auch dieses Mal wieder anmerken, wie absolut wundervoll dieses wunderschöne Cover-Artwork für das Mediabook aufbereitet wurde. Das sieht ja tatsächlich so aus, als wäre es ganz frisch und ganz neu für dieses Mediabook angefertigt worden und nicht eben schon in den frühen 80er Jahren für das amerikanische, späten 80er Jahren, 87 um genau zu sein, für das Original Kinoplakatmotiv. Leider auch hier ein bisschen Versatz auf dem Spine und an der Stelle sieht man es nämlich ganz besonders deutlich, weil der Versatz eben hier
beginnt und hier dann aufhört. Das ist wirklich einfach ein Millimeter. Leider nicht wirklich leicht zu sagen, woher der kommt. Sehr schön finde ich dafür allerdings, mit Ausnahme von dem Versatz, das Backcover gestaltet mit eben demselben Bild, das wir auf dieser J- oder C-Card, wie ich dann immer sage, gesehen haben. Gestaltet wurde sehr schön. Eben auch, wie das hier zentriert wurde und mittig ist im Bild. Sehr fein finde ich auch die Tatsache, dass wir dieses Mal wieder wie gewohnt das Cover-Motiv auf der Blu-ray haben, außerdem dann das Backcover auf der DVD. Wir finden im Inneren eben wie gewohnt auch hier das Frontcover-Artwork auch als Frontcover-Artwork auf dem Booklet, das Backcover-Artwork auch als Backcover-Artwork auf dem Booklet und dazwischen in diesem blau-weiß-schwarz-weiß-Ton wieder mal eine Szene von Wand und Strasser. Das war genau, was ich sagen wollte. Wo allerdings offensichtlich diesmal die Leute noch nicht irgendwie über die Anwesenheit eines weißen Hais in Kenntnis gesetzt wurden, weil man könnte sagen, die Fluchtbegeisterung von diesen Leuten hält sich hier noch dezent in Grenzen. Ein schneller Blick durch das Booklet, auch hier bekommen wir wieder ein komplett neues und nur für diesen Teil geschriebenes und angefertigtes Booklet mit einigen Bildern, allesamt in wirklich absolut perfekter, hoher Druckqualität, außerdem dann noch ein Text, der für diesen Release angefertigt wurde. Schön finde ich eben auch, dass wir nicht nur einfache Szenenbilder bekommen, sondern auch Behind-the-Scenes-Aufnahmen, sowie wie gewohnt etwas über die einzelnen Leute, die an der Produktion beteiligt waren, mit den Schauspielern eben hier zum Beispiel noch einmal die Vollfarbversion von dem, was im Inneren von dem Book, von dem Mediabook noch als Innenartwork unterhalb der Discs zu sehen ist, auch hier noch ein bisschen was Wissenswertes, den Text auch dieses Mal verfasst von Wolfgang Brunn, Entschuldigung, ist das ein wirklich schickes Mediabook und meiner Meinung nach eigentlich eine sehr coole Gestaltung, eine sehr coole Version von allen vier der Weiße Hai-Filmen im Mediabook. Eine Reihe, die ich ursprünglich gar nicht vorhatte, mir zu holen, dann einfach nur aufgrund der Tatsache, dass sie mittlerweile offensichtlich schon wieder selten werden, geholt habe und es jetzt definitiv nicht bereue, dass ich das gemacht habe. Und damit sind wir zwar schon am Ende von diesem Sammlungsupdate angekommen, lustigerweise, nicht aber am Ende von der Weiße Hai-Franchise. Ja, der vierte Teil war zwar dankenswerterweise der letzte, den Universal Pictures ins Kino gebracht hat, aber an dieser Stelle dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, dass es den italienischen Rip-Offsploitation-Artist Bruno Mattei gibt, der noch einen fünften Teil nachgeliefert hat. Etwas, das ich irgendwie wahnsinnig geil gefunden hätte, wenn Nameless auch davon ein wunderschönes Mediabook veröffentlicht hätte, aber auch irgendwie sehr logisch, dass es das nicht gibt. Wer weiß, vielleicht passiert dieses Glück noch irgendwann einmal. Apropos Glück, das passiert ist, wir können an dieser Stelle zwar in etwas ungewohntem Look noch einmal ein bisschen Revue passieren lassen, was wir im heutigen, wieder mal etwas kürzeren Sammlungsupdate gesehen haben, neben einigen Blu-rays von Koch Films / Media, nämlich auch ein paar 4K Blu-rays und last but not least die Weiße Hai Media Books. Meiner Meinung nach diesmal wieder ein bisschen eine kleinere Ausbeute in der vergangenen Woche, aber trotzdem einige wirklich schöne Stücke dabei. An dieser Stelle bleibt mir dann wirklich nichts anderes mehr übrig, als mich bei euch dafür zu bedanken, dass ihr auch diese Woche wieder eingeschaltet habt beim allwöchentlichen Sammlungsupdate auf Playzocker Reviews. Diesmal übrigens, ich sag jetzt einmal wahrscheinlich, Däumchen drücken, wirklich pünktlich online gewesen, am Sonntag um 17 Uhr. Noch einmal sorry dafür, dass das vergangene Woche nicht geklappt hat. Ich hoffe, dass das der einzige Update-Release-Hiccup war, den wir den Rest des Jahres sehen. Möchte mich noch einmal ganz recht herzlich bei euch dafür bedanken, dass ihr eingeschaltet habt. Hoffe, ihr hattet Spaß. Freue mich jetzt schon über euer Feedback in den Kommentaren zu diesem Video. Werde auf jeden Fall im Laufe der nächsten Woche dann
diverse Clips aus den letzten Sammelsuriums noch posten. Es wird auf jeden Fall auch noch die Reviews zu den letzten DVDs von WGF bzw. Mr. Banker Films, die ich bekommen habe, geben. Das habe ich einfach aus Zeitgründen bis jetzt noch nicht geschafft. Und außerdem möchte ich für die nächste Woche dann auch schon einmal das nächste Wunsch-Quickie von Zuschauer André L., das er sich über Patreon gewünscht hat, ankündigen. Auch da kann ich noch nicht genau sagen, wann es kommt. Ich bin momentan leider eben wirklich sehr, sehr im Stress, aber freue mich natürlich, dass ich dann trotzdem ab und zu hinter der Kamera zur Ruhe kommen kann und trotzdem neue Videos für euch hier posten kann. Aber wer hat an der Uhr gedreht? Es ist auf jeden Fall schon so spät. Das Sammlungsupdate für diesen Sonntag ist zu Ende. Ich sag ciao und wir sehen uns allerspätestens wieder in exakt einer Woche, Sonntag, 17 Uhr, hier auf Playzocker Reviews dann zur nächsten Ausgabe vom Sammlungsupdate. Ciao!